Herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video möchte ich dir Grundlegendes zum Betriebssystem, zum Starten des Betriebssystems, Anmelden im Netzwerk und zur Fenstertechnik zeigen. Jetzt eine Selbstverständlichkeit, ein Computer muss natürlich gestartet werden. Du musst auf deinem Gerät die entsprechende Einschalttaste suchen, um das Gerät dann auch tatsächlich zu starten. Nachdem der Computer dann gestartet ist, kommt es hier zu einem Anmelden im Netzwerk. Und um diesen verwenden zu können, musst du dann hier in die entsprechenden Eingabemaske musst du deinen Benutzernamen eingeben und dein Passwort. Manchmal kann es auch notwendig sein, dass du dich an einer sogenannten Domain anmelden musst. Und diese Domain bedeutet, dass mehrere Computer, zum Beispiel in einer Schule, zu einem Netzwerk zusammengefasst werden. Und diese werden dann als Domain bezeichnet. Das heißt, du musst den Benutzernamen eingeben, das Passwort eingeben und in manchen Fällen auch dann die Domain eingeben. Wenn du selber einen Computer aufgesetzt hast, das heißt selber installiert hast, vergibst du bei der Installation in der Regel dann ebenfalls einen Benutzernamen und das entsprechende Passwort. Wenn du dich in einem Netzwerk anmeldest, das du nicht selber aufgesetzt hast, musst du dann eben dann den Benutzernamen, das Passwort dann verwenden, das dir dann derjenige zur Verfügung stellt, der dir dann erlaubt, sich in seinem Netzwerk anzumelden. Dann sind wir beim Desktop angelangt. Beim Desktop ist normalerweise so aufgebaut, dass es da in der Regel immer bestimmte Dinge einzustellen gibt. Bei einem normalen Windows-Desktop, wir haben hier in dem Fall Windows 10, haben wir ganz unten die sogenannte Taskleiste. Also von dort aus gehen kannst du dann viele Dinge machen. Du siehst dann auf der rechten Seite unten, siehst die Informationen zum Datum, zur Uhrzeit, dann den Netzwerkstatus. Das Netzwerkstatus bedeutet, ob du zum Beispiel im Netzwerk verbunden bist oder ob deine Warnmeldung dann eben erscheint. Und du kannst zum Beispiel auch die Lautstärke deines Computers einstellen. In der Regel hat dann dein Desktop auch einen entsprechenden Desktop-Hintergrund. Hier ist das ein recht bekannter Windows-Hintergrund. Darüber hinaus gibt es auf der linken Seite bei einem Windows-Desktop die Möglichkeit, dann ein Programm zu starten. Du hast hier links unten das sogenannte Startmenü. Wenn du mit der Windows-Taste auf der Tastatur dann eben einmal drauf drückst, wird dieses Startmenü dann geöffnet. Du kannst dann ebenfalls ein Programm starten, indem du eine sogenannte Verknüpfung verwendest. Du siehst das hier links, siehst du Mozilla Firefox und Google Chrome zum Beispiel, das ist ein Pfeil, der auf dieses Symbol zeigt. Das bedeutet, wenn man dort einen Doppelklick macht, dass er zweimal schnell hintereinander klickt auf dieses Symbol, wird dann das Programm gestartet. Darüber hinaus gibt es dann auch den sogenannten Papierkorb, das heißt, wenn du etwas löscht auf deinem Computer, wird der in den sogenannten Papierkorb dann geschmissen und dort bleibt er dann. Und wenn du den Papierkorb dann löscht, ist endgültig verloren, diese Datei, die du zum Beispiel gelöscht hast, oder so kannst du sie auch dann dementsprechend dann wiederherstellen. Dann sind wir schon bei diesem Startmenü. Du klickst also dann entweder mit der Maus auf dieses Symbol oder du wählst dann auf der Tastatur diese Windows-Taste. Dann erscheint dieses Startmenü hier bei Windows 10 und da können dann Programme gestartet werden. Du kannst durch Eingabe eines Dateinamens zum Beispiel bestimmte Dateien dann auch suchen oder eben auch einfach zum Beispiel Word eintippen, dann wird der Word angezeigt und du kannst es dann starten oder du kannst auch bestimmte Einstellungen dann hier festlegen. Ebenfalls hast du hier dann einen Bereich, da steht Ein aus und mit Ein aus, diesen Klick darauf, kannst du dann auch den Computer dann ein- oder ausschalten oder auch dann neu starten. Also noch einmal, Startmenü als Ausgangspunkt für viele Dinge, die du dann im Windows-Betriebssystem benötigst. Hier haben wir dann einen Teil eines Fensters und hier haben wir dann bestimmte Begriffe, die man dann gern im Zusammenhang mit dem Windows-Betriebssystem verwendet. Du hast hier ganz oben die sogenannte Titelleiste, da steht dann der Dateiname drin, hier ist er noch unbenannt, das heißt, hier in diesem Datei wurde noch nichts gespeichert. Dann haben wir die Minimieren-Taste, das Fenster wird dann nach unten gelegt, das verschwindet dann, wird ausgeblendet. Maximieren heißt, dass es dann über den gesamten Bildschirm dann dargestellt wird, wenn ich da draufklicke auf dieses Maximieren-Zeichen. Dann das Schließen-Zeichen, da würde man das Fenster zumachen. Und außen rundherum um das Fenster sieht man den sogenannten Rahmen. Und die Schiebeleiste dient dazu, dass ich scrollen kann in dem Fenster, das heißt, ich kann mich zum Beispiel einen Text nach oben oder nach unten dann bewegen. Dann haben wir hier dann noch eine kleine Auswahl an Tastenkombinationen. Das heißt, man kann, wenn man bestimmte Tasten drückt, in einer bestimmten Kombination, das heißt, wenn man zum Beispiel die Steuerungstaste auf deiner Tastatur gleichzeitig mit der Alt-Taste und mit der Entfernen-Taste drückt, wird der sogenannte Taskmanager aufgerufen. Der Taskmanager dient zum Beispiel dazu,
dass du dir noch genaue Informationen über den Computer anzeigen lassen kannst oder auch, dass du Programme einfach beenden kannst. Ich habe hier noch einige andere Tastenkombinationen angeführt. Probier sie am besten einmal selber aus. Das war es soweit für dieses Video.